Wolfsburg, Mainz, Augsburg, Ingolstadt. Der Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga ist spannend wie selten zuvor. Da gibt es Mannschaften, die eben noch möglicherweise von der Europa League geträumt haben. Und plötzlich stehen sie ganz unten drin. Und damit einen schönen guten Abend zu Kicker TV, der Talk, Ihnen zu Hause. Und schönen guten Abend natürlich auch Ihnen hier im Studio. Hallo. Ja, was geht eigentlich so im Abstiegskampf in den jeweiligen Kabinen so vor? Wie gehen Spieler mit dem Druck um und was können Trainer bewirken, um einen etwaigen Negativlauf zu stoppen? Darüber wollen wir heute sprechen mit unseren folgenden Gästen. Huub Stevens, er ist Meister der Herzen und kennt sich mit Abstiegskampf aus. 2007 führte er den HSV von Platz 18 rauf auf Rang 7 und auch den VfB Stuttgart rettete er zweimal vor dem Absturz in die zweite Liga. Dennoch steht er für keinen Verein so sehr wie eben für den FC Schalke 04. Robin Dutt, der ehemalige Sportdirektor des DFB, war Trainer in Freiburg, Leverkusen und Bremen. Was der Abstiegskampf mit Spielern macht, weiß er aus dem vergangenen Jahr in Stuttgart, als es mit dem VfB in die zweite Liga ging. Georg Holzner, der Kicker-Redakteur, ist für die Vereine Mainz, Darmstadt und Freiburg zuständig. Zwei davon stecken mitten im Abstiegskampf. Und was er da so mitbekommen hat aktuell, das erzählt er uns hier in unserer Sendung. Dirk Schuster, mit Darmstadt 98 schaffte er vergangene Saison sensationell den Klassenerhalt. Im Dezember vergangenen Jahres wurde er in Augsburg auf Rang 10 liegend entlassen. Zurzeit steht der FCA auf dem Relegationsplatz. Schönen guten Abend, meine Herren. Hallo. Hallo. Kleine Korrektur, es war Rang 13. Dort stand der FC Augsburg, als Sie entlassen worden sind, Dirk Schuster. Wir wollen uns aber zunächst einmal, liebe Zuschauer, die Abstiegszone in der Fußball-Bundesliga anschauen. Und zwar haben wir uns da die Region ab Platz 10 rausgesucht. 6 Spieltage haben wir noch zu absolvieren in der Liga. Wo beginnt denn eigentlich die Abstiegszone, wenn man sich so die Tabelle vor Augen führt? Ich denke von Platz 14. VfL Wolfsburg, also der HSV nach Ihrer Einschätzung schon raus? Die sind noch raus, denke ich. Ich glaube noch nicht ganz viel. Ich glaube, HSV braucht auch noch ein paar Punkte. Ja, natürlich brauche ich die Punkte, aber guck, wenn du guckst, von 14 nach unten, ja, da ist es ganz heiß. Das stimmt. Und natürlich, HSV muss natürlich auch noch punkten. Mhm. Schon erstaunlich. Ne? Ich meine, man hat so das Gefühl gehabt, wochenlang hat man darüber geredet, es geht eigentlich nur noch um den Relegationsplatz. Darmstadt und Ingolstadt sind eigentlich schon weg in der zweiten Fußball-Bundesliga. Und plötzlich geht es eben auch noch um einen direkten Abstiegsplatz. Das ist ja noch eine zusätzliche nervliche Belastung, gerade für die Vereine, die so 1, 2, 3 Punkte noch da oben stehen. Weil jetzt wissen sie, es könnte auch direkt runtergehen. Ja, es ist so, dass Ingolstadt da die entscheidende Rolle jetzt gespielt hat. Du hast natürlich unten drin immer Mannschaften, die ja unterschiedlich mit der Situation umgehen. Ich fand, dass Ingolstadt jetzt vor ein paar Wochen sehr selbstbewusst war, sehr mutig war, auch nicht nur auf dem Platz von der Spielweise, sondern auch von den Aussagen her. Sind ja alle drei Trainer unten, 16, 17, 18, Neulinge in der ersten Bundesliga. Mhm. Und Walpurgis macht so ein bisschen einen selbstbewussteren Eindruck und dafür werden sie jetzt belohnt und das Momentum da unten spricht etwas für Ingolstadt momentan. Ja, aber die waren auch eigentlich abgestiegen, ja, und du siehst, die kommen jetzt in einen Schwung, ja, und hoffentlich können sie mitnehmen. Ja, sie haben aber vorher auch schon sehr gute Spiele gemacht, wo sie unglücklich verloren haben, wo sie teilweise auch unter Wert geschlagen wurden, haben jetzt durch die englische Woche nochmal richtig den Rückenwind bekommen. Ja, und macht das Ganze unten nochmal richtig interessant. Darum wird es auch gefährlich für die anderen drei. Die spüren den Atem definitiv. Sowohl Mainz als auch Augsburg, wenn man jetzt sieht, und Wolfsburg. Ingolstadt kommt näher und der Trend spricht definitiv für Ingolstadt momentan. Und gegen Augsburg und gegen Mainz, meines Erachtens. Und den Trend, den wollen wir uns mal anschauen. Wir haben uns mal so die vergangenen 5 Spieltage exemplarisch da mal rausgesucht, wie die jeweiligen Mannschaften gepunktet haben. Und zwar ab Tabellenplatz 13 abwärts. Da sehen wir den HSV mit 10 Punkten, Wolfsburg 7 und jetzt kommen so ein bisschen auch die Sorgenkinder, wo richtig Druck auf dem Kessel ist, mit Mainz 05 und dem FC Augsburg 0 respektive einen Zähler geholt und
angesprochen, der Trend, der Lauf des FC Ingolstadt, 10 Punkte. So schnell kann es gehen, dass man eine Lücke auch zufährt in der Fußball-Bundesliga im Moment. Völlig verrückt. Ja, man darf sich aber von diesem Trend nicht täuschen lassen. Das kann sich wieder auch drehen. Also Hüb und ich haben gemeinsam es in die andere Richtung gedreht bekommen. Ich weiß nur, wir haben das viertletzte Spiel auf Schalke gespielt, haben verloren. Und eigentlich war klar, wenn du die letzten drei Spiele nicht alle drei gewinnst, dann steigst du ab. Und der Trend hat ganz klar gegen uns damals gesprochen. Ja, natürlich. Aber hatten die letzten zwei Jahre hatte Stuttgart zwei Spiele im Nachhinein nicht mehr gewonnen. Mhm. Ja, und alles sprach gegen uns. Und dann haben wir alle drei Spiele gewonnen, tatsächlich, und sind drin geblieben. Also ich glaube, dass dieses Momentum in den letzten sechs Spielen schon noch mal hin und her wechseln und auch noch mal drehen kann. Ich glaube, es wird wichtig sein, wie man mit dieser Statistik oder mit diesem Trend umgeht. Ich glaube, dass die Mannschaften, die gut gepunktet haben, wie der HSV, Ingolstadt oder auch Wolfsburg, dass sie diesen Lauf, den positiven Lauf so ein bisschen beibehalten wollen und immer wieder auf diese Tabelle oder auf dieses Thema gucken, währenddessen die anderen beiden Mannschaften das ganz schnell abhaken sollten. Und sagen, okay, das nächste Spiel, da gehen wir es richtig rein. Außer das, guck das Programm mal von Augsburg. Die dürfen jetzt anfangen zu punkten. In den letzten dreien könnte es happig werden. Das denke ich. Ja, aber in der Schlussphase der Saison gibt es immer die tollsten Ergebnisse. Da wird auf einmal auswärts gewonnen, wo man nie glaubt, gewinnen zu können. Das sind die tollsten Sachen möglich. Und ich denke, jeder Verein da... Der Unterschied ist natürlich, dass die letzten drei Spiele von Augsburg, haben wir vorher schon gesprochen, geht es gegen Dortmund, gegen Hoffenheim, gegen Gladbach. Und vermutlich geht es bei allen drei nicht um irgendetwas, sondern um den Einzug in die Champions League, direkte Qualifikation, oder für Gladbach um die Europa League. Also von daher, die Punkte werden ja oftmals so überraschend geholt zum Schluss, weil du gegen jemanden spielst, wo es vielleicht um nichts mehr geht. Aber in dem Fall finde ich das Schlussprogramm von Augsburg schon sehr, sehr happig. Aber schon erstaunlich, was in den vergangenen Wochen so passiert ist. Man erinnert so an Werder Bremen, die einen Lauf bekommen haben. Und plötzlich haben sie einen näheren Abstand zu den europäischen Plätzen als zur Abstiegszone. Auffällig ist, wenn man sich die Mannschaften von Platz 11 bis 18 anschaut, jeder Verein hat den Trainer gewechselt. Bis auf einen Club, nämlich Mainz 05. Da wurde ja von Rufen Schröder auch ganz klar eine Garantie ausgesprochen für Martin Schmidt. War es möglicherweise für einen Wechsel in der Saison auch zu spät? Ich meine, Sie, Herr Holzer, sind nah dran auch bei Mainz 05. Jetzt ist es meines Erachtens definitiv zu spät. Wenn der Wechsel hätte, wenn dann früher stattfinden müssen, ich denke, wenn dann noch im Ingolstadt-Spiel, weil das war der sportliche Tiefpunkt für Mainz. Jetzt glaube ich, dass ein neuer Trainer höchstens noch einen kurzen mentalen Impuls setzen kann, aber keinen sportlichen mehr. Und Ruben Schröder hat es ganz klar gesagt, er weiß, was er an Martin Schmidt hat. Und Martin Schmidt kann seines Erachtens Abstiegskampf, das dürfen wir uns überraschen lassen. Also wäre es auch ein zu später Zeitpunkt für Sie gewesen? Ja, natürlich. Um jetzt noch zu wechseln vom Trainer, ich denke nicht, dass das etwas bringt. Bin ich völlig bei dir, glaube ich auch. Das wäre jetzt der falsche Zeitpunkt, irgendwas zu tun. Ich glaube, dass die Vereine da auch in dieser Richtung ähnlich stehen. Wir haben uns im Vorfeld der Sendung ja auch unterhalten. Auch Trainerwechsel ist ein großes Stichwort. Es sind ja viele Trainer eben in dieser Saison schon gegangen worden. Das ist sehr auffällig, gerade wenn wir über diese Vereine zwischen Platz 11 und 18 sprechen. Robin, ist es wirklich immer so der Zeitpunkt entscheidend, wann ich den Trainer wechsle? Muss man das schon mit einer gewissen Perspektive machen? Kommt es auf den Sinn an? Also wann kannst du auch als Sportdirektor wirklich diese Reißleine ziehen? Wann fängt für dich an der Gedanke, ich muss den Trainer wechseln, weil wir uns eventuell in eine Situation begeben, die gefährlich werden könnte? Das ist, glaube ich, ganz, ganz schwer pauschal zu beantworten. Da hat jeder Verein so seine ganz spezielle Situation. Ich war erst einmal in der Situation, dass ich das mal von der Seite, ich war in der Trainersituation. Damals, als ich zu Hüb kam, das war in der Rückrunde, kam ich ja erst dazu. Da war das bei uns gar keine Diskussion, weil wir gesagt haben, wir haben den besten Mann im Haus, der größte Spezialist, die Klasse zu halten. Was sollen wir uns da Gedanken machen? Natürlich ist auch legitim, wenn ein Verein vielleicht tatsächlich an seinem Trainer zweifelt. Was ich halt wichtig finde, ist irgendwie so ein konsequentes Handeln. Also ich fand zum Beispiel, dass Herbert Bruchhagen das sehr gut gemacht hat in Hamburg, zu einem Zeitpunkt zu sagen, Moment mal, Gisdol ist definitiv unter Trainer und wir beruhigen diese Debatte. Und deswegen finde ich auch clever, dass Ruben Schröder jetzt sagt, ich meine, der hat jetzt schon zwei Endspiele gehabt, der Martin Schmidt, das war ja das vorletzte schon Endspiel, jetzt schon wieder, und die Debatte beendet. Am Ende wird so sein, es werden
Vereine absteigen, die den Trainer gewechselt haben und vielleicht absteigen, die nicht gewechselt haben. Also das wissen wir nicht. Aber ich finde eine konsequente Außendarstellung nach außen, einen Zusammenhalt, den finde ich halt wichtig. Wir wollen mal auf so einen Trainer blicken. Sie waren alle Trainer und wollen natürlich auch weiterhin auch Trainer bleiben. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht, bei Robin Dutt. Trainer nochmal interessant? Ich habe jetzt beides gemacht. Beides, muss ich sagen, hat sehr viel Spaß gemacht und deswegen bin ich da komplett offen. Aber Sie kennen alle Abstiegskampf. Was macht das mit so einem Trainer eigentlich? Ja, schon ziemlich nervenaufreibend, weil man sich halt viele Gedanken macht um Szenarien, die eintreten könnten. Also, wichtig wird sein, und so war es damals auch bei uns, dass man immer nur das nächste Spiel als das Wichtigste betrachtet. Oder gar nicht so groß Zielstellungen, Klassenhalt rausgibt, sondern das nächste Spiel, da wollen wir alles geben, da wollen wir versuchen zu punkten, da wollen wir nach Möglichkeit gewinnen und wollen alles dafür tun. Und dann bist du natürlich als Trainer gefordert, da auch die richtige Marschroute für das Team herauszuarbeiten, die Beobachtungen zu nutzen, über den Gegner vielleicht die Schwachstellen zu finden, um da auch attackieren zu können und angreifen zu können. Und selbst wenn mal was in die Hose geht, schnell abhaken, den Fokus direkt wieder aufs nächste Spiel. Ja, und, die Spieler blicken auch auf den Trainer. Mhm. Das ist ein Zusammenspiel, ja, was du spielen musst. Ja, und du bist ein Vorbild für die Spieler. Und wenn du dann als Erste zeigst, dass du Nerven hast, ja, dann wirkt das nach den Spielern. Und das darfst du nicht. Du musst Vertrauen ausstrahlen. Das ist ganz wichtig. Genau die Gefahr sehe ich aber momentan in Mainz. Weil meines Erachtens ist Martin Schmidt, ob bei Pressekonferenzen oder bei Gesprächen, so verunsichert wie noch nie. Zumindest wirkt er so. Er ist sich nicht mehr ganz sicher in die Stärke, die Mainz hat. Er sieht, dass sein Plan nicht mehr aufgeht, dass die Gegner eine Lösung finden. Und er wirkt auch, wenn er spricht, sehr sensibel oft. Und von daher bin ich mir nicht sicher, ob der für den Rest der Saison noch... Aber dann denke ich diese auch, Stärke ausstrahlt. Aber das ist es auch wichtig, dass der Sportdirektor ihn unterstützt, ja, dass da auch ein Zusammenspiel ist. Und nicht nur zwischen dem Sportdirektor und dem Trainer, aber auch der Trainerstab ist ganz wichtig. Ja, dass du ein Team bist und dass du das auch zeigst an die Spieler. Dass was auch passiert, ja, das Trainersteam, ja, das muss zusammenhalten. Wie denn auch? Und das musst du zeigen an die Mannschaft. Das ist unheimlich wichtig. Das wiederum ist meines Erachtens in Mainz definitiv der Fall. Und ich habe auch gehört, dass es eine Spielerratssitzung gab jetzt nach diesem Spiel in Freiburg. Und die Spieler haben sich auch klar pro Schmidt positioniert. Also das zeigt eigentlich schon, dass er in der Mannschaft noch Gehör findet. Das kann auch nur der Weg sein. Also ich habe jetzt mit zwei Vereinen quasi bin ich in eine Saison gegangen, wo das Ziel Klassenerhalt war. Und zwar einmal Freiburg und einmal Werder Bremen. Und bei beiden hat man es mit Freiburg hat man es geschafft, im zweiten Jahr sogar Einstieg Tabellenplatz. Und auch mit Bremen haben wir mit 12 Punkten Vorsprung im gesicherten Mittelfeldplatz geholt. Aber beide haben eine Phase gehabt, schafft man es oder schafft man nicht. Und was waren die Erfolgsfaktoren? Dass eine Mannschaft gut funktioniert, braucht sie einen starken Trainer. Dass der Trainer stark sein kann, braucht einen starken Sportdirektor. Ja. Dass der seinen Trainer stark machen kann, darf er selber aber auch nicht in Frage gestellt werden. Und dann brauchst du noch ein Umfeld und Fans, die wie eine Wand hinter deiner Mannschaft stehen. Und nicht, wenn es eng wird, gibt es ja die einen Fans, die zusammenstehen, die gibt es in Freiburg und in Bremen. Und die anderen Fans gehen schon drei Spieltage vorher, machen sie die erste Sitzblockade und du siehst irgendwelche Fratzen. Und das wirkt nicht gerade leistungsfördernd auf die Spieler. Und der Erfolgsfaktor, so habe ich es erfahren, in Bremen und Freiburg war der Zusammenhalt von Mannschaft, Trainer, Sportdirektor, Verein und Fans. Wir haben natürlich auch Sie gefragt, liebe Zuschauer, in unserer Kicker-Trennfrage. Mainz hält also an Martin Schmidt fest, auf jeden Fall bis zum Saisonende. Schafft denn Mainz eben mit Martin Schmidt auch dann den Klassenerhalt mit den 05ern? Und das ist das Ergebnis. Über 15.000 haben mit abgestimmt und die klare Mehrheit, 74%, wahrscheinlich auch viele Mainzer Fans darunter, sagen auf jeden Fall, ja, Martin Schmidt wird mit Mainz 05 die Klasse halten. Das ist auch ein Bekenntnis auch seitens der Fans, dass sie die Entscheidung auch mittragen und daran glauben, was ganz wichtig ist.
Angenommen, diese Frage wäre vor 3 Tagen gestellt worden, als dieses Bekenntnis zu Martin Schmidt öffentlich noch nicht da war. Mhm. Dann glaube ich, dass vielleicht die Verunsicherung auch bei den Fans größer gewesen wäre und vielleicht nur 50-50, 60-40 gesagt haben. Aber jetzt ist die Frage, Martin Schmidt darf weitermachen, hält Mainz die Liga. Also dieses Vertrauen in den Trainer gibt auch einen gewissen Optimismus, glaube ich, aufs komplette Umfeld. Und das wird sicherlich im nächsten Heimspiel von Mainz, wird es auf den Rängen zu spüren sein. Ich glaube, das sind die richtigen Schritte, die ein Verein tun muss. Ja. Gehe ich davon aus, und Ruben Schröder ist auch einer, der ganz klar Stellung bezieht und der sich meines Erachtens wohl überlegt hat, diese Entscheidung, ob er zu Schmidt hält oder nicht. Und er weiß, was er tut. Auf jeden Fall gibt es Rückendeckung seitens des Sportdirektors, des Sportvorstands, seitens des Vereins. Ganz wichtig, das ist eben auch angeklungen, Fans sind ja auch wichtig, um der Mannschaft Halt zu geben. Und wir haben was Schönes gesehen und gefunden, denn 2 Mainzer Fans, liebe Zuschauer, haben sich was Außergewöhnliches überlegt und sind einfach mal auf die Insel geflogen, und zwar genauer gesagt nach Liverpool, und haben den ehemaligen Trainer Jürgen Klopp besucht. Und dass der Mainz noch tief im Herzen hat, das hören wir mal ganz genau. Für Sie, dann habe ich alle damit gerechnet, dass ich sagen würde, das Double mit Dortmund, das war außergewöhnlich, das war wirklich großartig, ganz bestimmt. Wenn man sich die Ausgangssituation allerdings anguckt, die wir bei Mainz 05 damals hatten, im Jahr 2001, dann war es definitiv der Aufstieg 2004. 23. Mai 2004. War ein geiler Tag, schönes Wetter, gegen Trier, 3-0. Wir haben uns einen Traum erfüllt. Wir uns alle gemeinsam haben uns einen Traum erfüllt, von dem wir ab und zu gedacht haben, er wird nie wieder wahr. Und ich werde persönlich den Tag nicht vergessen. Ich hab ganz viele Bilder im Kopf, jetzt wo ich drüber rede. Und jeder, der dabei war oder der noch ein Kind war, der ein Jugendlicher war, weil es ein paar Jahre her ist, ehrlich gesagt, der sollte sich das nochmal vor Augen führen, was er damals gedacht hat an diesem Tag, an diesem Sonntag, als wir uns in der Stadt getroffen haben. Und jeder, der dann sich daran wieder erinnern kann, der muss jetzt aufstehen. Der muss jetzt aufstehen, muss sich eine Karte kaufen fürs Stadion und muss im Heimspiel gegen Hertha BSC dabei sein. Also ich habe sowas in der Form noch nie gesehen, dass Mainz oder dass Fans generell zu einem Ex-Trainer gefahren sind, der jetzt gerade in Liverpool großen Erfolg hat, auf Champions League-Kurs ist mit dem FC Liverpool. Das ist wirklich außergewöhnlich, weil sie um die Bitte der Unterstützung angeklopft haben. Und Jürgen Klopp ist dem nachgekommen. Dirk Schuster, zeigt das noch so diese besondere Bedeutung, auch Abstiegskampf, die besondere Bedeutung für die Fans, dass sie alles auf sich nehmen, alles probieren? Ja, nicht nur für die Fans, sondern mit den Fans gemeinsam, alle zusammen, dieser Zusammenhalt. Und ich finde diese Idee sensationell gut. Und ich denke auch, dass sie ein bisschen was gebracht hat. Beim Spiel in Freiburg sind ja, glaube ich, die Spieler mit diesem Plakat in die Fankurve gegangen. Sie haben ein sehr gutes Spiel gemacht, ein sehr ordentliches Spiel gemacht. So wie ich das mitbekommen habe, haben sie ja unglücklich verloren. Danach war die Rede davon, dass das Spiel auch andersrum ausgehen kann, dass Mainz auch gewinnen kann. Und die Mannschaft hat es schon nach vorhergehenden 4 verlorenen Spielen schon die richtige Reaktion gezeigt. Und ich glaube, dass diese Aktion auch den Beitrag mit dazu geleistet hat, dass es zumindest erstmal sportlich, wenn auch nicht ergebnistechnisch, da ein bisschen in die richtige Richtung ging. Ja, und wie wir es gerade gesagt haben, es geht immer nur gemeinsam. Und es muss immer das Gefühl da sein, es ist eine geschlossene Einheit, wo kein Blatt Papier dazwischen passt im Verein und mit den Fans gemeinsam. Und dann kann man auch den Klassenerhalt schaffen. Ich möchte es auch gerne, den Applaus natürlich. Ich möchte diese Aktion auch gar nicht irgendwie negativ sehen oder beschreiben. Ich finde das außergewöhnlich großartig, was die Fans da organisiert haben. Nichtsdestotrotz, Frage ist einfach mal rein spekulativ. Huub Stevens, Robin Dutt, Dirk Schuster. Stellen Sie sich vor, Sie wären Trainer in der aktuellen Situation von Mainz 05. Und dann wird der Vorgänger besucht von Fans mit der Bitte um Unterstützung. Wird das bei Ihnen komisch ankommen? Nein, super. Das ist gut. Fans, die denken mit. Die wollen auch nicht absteigen. Das also ist jedes Mittel recht, um die Klasse zu halten. Ja, wenn Jürgen Klopp dazu beitragen kann, ist doch gut. So eine Aktion willkommen. Mhm. Das denke ich auch. Ja. Das geht natürlich nicht überall. Es muss authentisch sein. Mhm. Und bei Jürgen Klopp und Mainz ist es halt so 100% authentisch. Ja. Dazu muss man, wenn ich die richtige Erinnerung habe, ist ja Mainz und Klopp gemeinsam abgestiegen. Aus der ersten Bundesliga. Also man läuft jetzt nicht Gefahr, dass das irgendwie polarisiert wird, sondern er weiß wirklich, von was er spricht. Das ist eine ganz, ganz ehrliche Unterstützung. Und damals,
glaube ich, war vom Verein war das ein richtiges Zeichen, dass man Jürgen Klopp festhält, weil man das komplette Konzept auch glaubt. Und das ist jetzt bei Martin Schmidt anscheinend auch so. Und dann kann so eine Unterstützung von Jürgen Klopp, finde ich, die kannst du als Trainer nur positiv sehen. Natürlich. Also was willst du da negativ dran sehen? Also hinten raus hat er noch übrigens gesagt, er möchte ja irgendwann mal wieder zurückkommen nach Mainz und er hofft dann, dass Fußball-Bundesliga gespielt wird in Mainz, Hüb Stevens. Die Kabine ist das Allerheiligste. Mittlerweile darf man immer noch keine Kameras dort reinhängen. Also die Fernsehzuschauer sehen immer noch nicht, was da abgeht. Deswegen würde ich Sie ganz gerne fragen, wenn Sie uns mal so ein bisschen mitnehmen, Abstiegskampf. Jetzt kommen Sie in die Kabine rein, sitzen 22, 23, 24 Spieler dort. Der ganze Stab sitzt mit dabei. Sehen Sie einem Spieler an, dass er schon diese Abstiegsangst hat? Ja, das kannst du sehen, ja. Aber darum sage ich, musst du es vorleben, ja, dass es nicht sei es an ihm, von dir aus. Es geht darum, um es hinzukriegen, dass du Vertrauen behalten. Mhm. Ja, sicherlich in einer Situation, wo du selbst nicht punktest oder wie dann auch, dann ist Vertrauen unheimlich wichtig. Du darfst nicht in die Zone rot kommen links von Angst oder an die andere Seite rot kommen, Überheblichkeit. Bleib in die grüne Zone, ja, von Vertrauen, ja, und Spaß. Da würde ich mal gerne dazwischen fragen, wie baut man sich als Trainer dieses Vertrauen in solchen Situationen auf? Ich habe Martin Schmidt in Darmstadt zum Beispiel gehört. Sie kennen die Kabinen in Darmstadt. Ich war beim Auswärtsspiel quasi, also für Mainz, und habe in der Halbzeitkabine das ein oder andere durch die Kabinentür gehört. Und ich habe schon viele Leute hin und wieder mal laut werden hören. Nur das ging in den Dezibel-Grenzbereich rauf. Das muss man so sagen. Und lutscht sich sowas nicht ab in solcher Situation, wenn sich das Ganze wiederholt? Ich finde, wenn Spieler das Vertrauen nicht so haben, dann musst du nicht mehr draufhauen. Dann musst du Vertrauen schenken. Dann musst du Spaß versuchen zu vermitteln an die Spieler. Ja? Aber da sind auch mal Momente, ja, das haben wir auch gehabt. Ich habe es Robin auch direkt gesagt, wie ich es getan habe, dass ich gesagt habe über die Affe, ja, in Stuttgart. Ja? Dass sie ja verwöhnte Affe waren. Ja? Das kam so hart an für die Spieler. In den Niederlanden sagt man das eigentlich jeden Tag. Das ist ein Kompliment, kann man sagen. Nein. Es ist kein Kompliment. Ja, aber man sagt zu kleineren Kindern, sagt man, benimm dich nicht wie ein Affe, beispielsweise. Ja? Und ich habe das bewusst getan. Ja? Und ich habe das Robin auch direkt gesagt. Ja? Robin, da kommt etwas auf uns zu. Ja? Denk dran, ich habe es verwöhnte Affe genannt. Ja? Und das hat gewirkt. Ja? Du kannst auch mal eins draufhauen, aber trotzdem doch wieder Vertrauen versuchen. Du musst das spielen, das geht nicht anders. Und glaub mir, ja, dass die Sachen, die liegen am Boden, die musst du nur aufheben. Und der eine Truppe musst du so bespielen, der andere Truppe musst du so bespielen. Du kannst auch nicht gegen jeden das sagen. Ja? Wir hatten auch einige dunkelhäutige Spieler dabei. Die habe ich nachhinein, habe ich die bei mir geholt, da habe ich gesagt, ich meine da nicht mit dies oder das. Ja? Aber dann musst du, das musst du dann erklären. Eine gewisse Sensibilität halt auch dabei. Ja, natürlich. Mhm. Ja, aber es geht um Vertrauen, ja? Auch in schwierige Zeiten. Ja? Und trotzdem, sie versuchen bewusst zu machen, weil wir hatten, ich habe es gerade gesagt, wir hatten mit Stuttgart keine zwei Spiele mehr hintereinander gewonnen in zwei Jahren. Und wir mussten da drei gewinnen. Und wir hatten das erste gewonnen. Und dann habe ich gespürt in das erste Training, dass da wieder eine, ja, Überheblichkeit da war. Und das wollte ich nicht. Ja, und das habe ich dann auch direkt angegriffen, durch draufzuhauen. Mhm. Wie oft so kann man draufhauen? Nein, das sage ich doch. Das kannst du nicht ständig tun. Ja. Aber in dem Moment war es gepasst. Mhm. Ja? Und sie haben es auch genommen, so wie ich es gesagt habe. Und das Schöne war, wie sie dann auch das 2-1 in das vorletzte Spiel gemacht haben, gegen Hamburg, ja, haben da vier Spieler der Affentanz getan. Ja, na, aber super, ja, dass sie das getan haben, weil da war Belebung und sie haben das mit sich genommen. Und da haben wir wieder eine Antwort gegeben.
Ja, wir haben den nächsten Tag morgens beim Frühstück haben wir einen Affe kommen lassen. Ja, der hat getanzt für die vier, weil die vier haben dann zusammengesessen. Die haben bewusst zusammen beim Frühstück ein verkleideter gesessen. Affen. Und als ein verkleideter Affe, ja, das war unsere Zeugwart, dem habe ich ein Affekostüm gegeben. Ja, und der ist da reinkommen tanzen und hat die vier hat er eine Banane gegeben. Ja, und ist dann wieder weggegangen. Ja, was meinst du, was für eine Stimmung das in die Truppe war? Das war super. Jetzt haben wir übrigens sehr viel gelernt, wie Abstiegskampf funktioniert. Ja, aber Affenkostüm, Zeugwart. Nein, das ist für die Mannschaft war das richtig. Absolut. Ja? Und das kannst du nicht mit jeder Mannschaft tun. Ja. Das Entscheidende ist, was Hüb sagt, ist, ein Trainer muss verschiedene Tonlagen beherrschen. Ja. Wenn jetzt Martin Schmidt in Darmstadt, wo die Kabine offen mal richtig laut war, dann kommt es für einen Außenstehenden auch mal laut rüber. Du bist auch mal unter der Woche richtig laut. Und wenn du dich unten stehst, dann verlierst du ja mehr Spiele, wie du gewinnst. Das heißt, du musst die Tonlage natürlich auch wechseln. Umgekehrt ist so, wenn du unten nur ruhig bist, nützt sich das genauso ab, als wenn du jeden Tag den Choleriker gibst. Deswegen, du musst natürlich als Trainer diese Tonlage erwischen und manchmal musst du auch aufrütteln und manchmal musst du auch beruhigen. Entscheidend hat aber Hüb gesagt, letztlich sitzen da mit Ersatzspielern und Kader 25 vor dir und es kann unmöglich für jeden die Tonlage gerade für jeden gleich richtig sein. Also musst du nacharbeiten, indem du sagst, ja. komm her zu mir in die Kabine, so und so. Wenn du hast überhaupt nicht gespielt, natürlich bist du nicht in dem Maßen gemeint, musst du nacharbeiten. Das beherrschen die Trainer und Martin Schmidt macht für mich einen sehr intelligenten Eindruck. Die beherrscht er zu 100% auch. Mhm. Ich glaube, den richtigen Ton in den vergangenen Wochen hat ja auch Mike Walpurgis getroffen am FC Ingolstadt. Wir müssen über den FCI auch ganz kurz noch reden. Die waren von vielen schon weg in der zweiten Liga. Ich habe es eingangs in der Sendung schon gesagt. Ist das vielleicht auch ein kleiner Vorteil gewesen, dass man freier aufspielen konnte? Spielen die angstfreier als die anderen Mannschaften, weil sie eben schon abgeschrieben waren? Die waren doch abgestiegen. Ja? Das Kind war doch für schon die, für die Öffentlichkeit. Ja. Ja? Und wir hatten doch nichts mehr zu verlieren. Und jetzt kommen sie in eine Situation, wo sie vielleicht doch etwas verlieren können. Aha. Ja? Und jetzt müssen sie den Schwung weiter durchführen. Und da bin ich gespannt, wie das läuft. Wobei sie es ja schon gut gemacht haben. Wie ich finde, am gestrigen Tag zurückgelegen gegen Darmstadt 98, gegen ihren Ex-Verein und das Spiel noch gedreht. Obwohl sie ja wussten, letztes Spiel am Sonntag, alle Ergebnisse standen schon fest. Wir haben die große Möglichkeit, wieder ranzuroppen. Also da scheint es ja wirklich sehr stabil gerade zu sein beim FC Ingolstadt. Ja, schon über Wochen und Monate hinweg. Wobei die Situation, wie du es gerade gesagt hast, ist vom Kopf her relativ einfach. Das vergleiche ich ganz gern mit einem Spiel über 90 Minuten. Eine Mannschaft liegt 2-0 zurück, da hat sie gar nichts mehr zu verlieren. Ja, okay, auf einmal fangen sie an, Fußball zu spielen. Mhm. Ja, machen ein Anschlusstor, wieder ihre Chance, kommen noch mal ran und entwickeln die zweite Luft und geben noch mal alles. Und genauso ist es mit Ingolstadt. Wie du es gerade sagst, die waren schon fast tot. Ja. Jeder in Deutschland hat gesagt, ja, zwei Absteiger stehen fest, geht nur noch um den Relegationsplatz. Ja, sie haben an sich geglaubt, das ist ganz wichtig. Sie haben Erfolgserlebnisse gehabt, denn so Erfolgserlebnisse braucht man auch, um zu sehen, dass es funktioniert, was der Trainer vorgibt, dass es passt. Nur dann geht man diesen Weg auch gemeinsam. Man kann viel erzählen und dann funktioniert das nicht. Ja, dann verliert man auch ein bisschen den Glauben an die ganze Sache. Aber in Ingolstadt, die haben das sensationell gut gemacht. Ja. Ja, sie haben den Glaube wieder gewonnen, das Selbstvertrauen gewonnen. Man sieht es an der Körpersprache, die gehen alle mit so einer breiten Brust auf den Platz, ja, und biegen dann auch solche Spiele wie gestern gegen Darmstadt nach dem Rückstand, obwohl sie wissen, wir müssen das Spiel gewinnen. Und das spricht schon für eine Qualität und für eine Stärke. Ein bisschen im Negativlauf, ein bisschen mehr sogar der VfL Wolfsburg. Am Nationalstürmer Mario Gomez liegt es ja überhaupt nicht. Der trifft und trifft und trifft. An was liegt es denn sonst beim VfL Wolfsburg, dass die wirklich jetzt mittendrin im Abstiegskampf sind unter Andres Jonker? Darüber wollen wir gleich sprechen, in einer ganz kurzen Pause hier bei Kicker TV, der Talk. Bis gleich. Da sind wir wieder bei Kicker TV, der Talk, liebe Zuschauer, hier bei Eurosport 1 mit Hüb Stevens, Robin Dutt, Dirk Schuster und Georg Holzner. Wir reden über den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga und kommen zum VfL Wolfsburg. Da gibt es ein Zitat von Hüb Stevens, der gesagt hat, mir ist klar, was du im Abstiegskampf brauchst, aber Jonker kennt solch eine Situation nicht. Herr Stevens, heißt das für Sie oder für uns dann auch, dass dieser Trainerwechsel, dass diese Verpflichtung von Andres Jonker schon ein Transferrisiko war und ist? Ja, es ist doch immer ein Risiko, wenn sie einen Trainer entlässt. Da muss er auch sicher sein und dann auch noch gucken, wer sie anstellt.
Ja, das ist immer ein Risiko. Das gibt es überall. Aber ich meine damit zu sagen, dass Andries Jonker nicht bekannt ist mit die Situation, wo Wolfsburg, und Wolfsburg ist das auch nicht gewohnt, um da unter mitzuspielen. Ja? Haben sie da die richtigen Spieler für? Das weiß ich nicht. Ja? Ich bin nicht in die Kabine, ich kann da nicht überurteilen. Aber Andries Jonker hat nicht die Erfahrung, um gegen den Abstieg zu spielen. Also ist es für Sie der falsche Trainer? Nein, ich sag nicht, dass es der falsche Trainer ist. Ich sage nur, dass er nicht die Erfahrung hat. Ja? Und das sind mehrere Trainer, die da unten stehen, die nicht die Erfahrung haben. Aber der eine geht da gut mit um, der andere geht da nicht mit um. Ich weiß nicht, wie Andries Jonker damit umgeht bei Wolfsburg. Nur die Situation ist so, dass die Spieler eigentlich zu viele Qualitäten haben, um da unten zu spielen. Und das ist ein Gefahr. Aber im Klartext heißt es ja auch, von Vorteil wäre es schon, wenn man Erfahrung hat im Abstiegskampf? Nicht unbedingt. Ja. Also ich glaube, wenn du beispielsweise wie in Hoffenheim, das letztes Jahr war, oder wenn du auch mit Augsburg, wenn dein Trainer schon im Verein gearbeitet hat, kann er, auch wenn er ein Newcomer ist, kennt er sich aus und du kennst deinen Trainer ganz gut. Ich finde, dann hast du eine ganz gute Grundlage zu sagen, kann der das schaffen oder nicht. Mhm. Was auffällig ist, dass die Vereine inzwischen ein sehr, sehr hohes Risiko gehen, natürlich, und auch Trainer holen in so Situationen, obwohl sie die Trainer nur von außen kennen und die auf dem Niveau noch nicht gearbeitet haben. Das heißt nicht, dass er das nicht kann. Bloß du fragst ihn nicht, was gibt dir das Vertrauen, dass er es kann. Wenn du am Saisonanfang das machst, für ein langfristiges Konzept, ist das ja alles in Ordnung. Aber wenn es ums pure Überleben geht, ist es schon ein Unterschied, ob du jetzt aus dem eigenen Verein nach oben gezogen wirst oder von außen geholt wirst und kennst die Situation in der ersten Bundesliga und auch nicht um Klassenerhalt. Aber viele junge Trainer, die stecken ja unten drin bei den Vereinen. Ich möchte mal ganz kurz zurückkommen auf das. Für mich hat diese Verpflichtung von Andries Jonker durchaus Sinn gemacht. Die Erfahrung war in München gehabt, war dasselbe U23-Trainer, war dann schon mal in Wolfsburg, kennt diesen Verein im Prinzip von unten heraus aus dem FF, ist dann wieder weggegangen und dann ist er wieder zurückgekommen. Also ich glaube nicht, dass er eine große Eingewöhnungsphase brauchte. Ja, und die ersten Ergebnisse haben ja auch für ihn gesprochen. Ja, aber das ist auch das Gefahr, Derek. Die haben für ihn gesprochen. Und dann kann es auch wieder sein, dass die Spieler denken, oh, wir schaffen das schon. Ich habe es selbst auch erfahren. Das zweite Mal, dass ich zurückgegangen bin nach Stuttgart, da dachten die Spieler auch, ja, oh, wir haben es letztes Jahr geschafft mit der Alte, wir schaffen es jetzt auch wieder. Aber es war ganz anders. Ja. Das ist auch das Gefahr da drin, dass die Spieler am Anfang haben sie gesehen, oh, es läuft mit der Trainer und jetzt verfallen sie wieder. Das ist jetzt diese Situation, wo es auf den Trainer ein bisschen ankommt, wie man damit umgeht. Ja, 100%. Aber dann sage ich auch, ich glaube, dass, so wie ich Jonkers kenne, ja, dass er nicht die Erfahrung hat, um da unten mitzuspielen. Aber ja, kennst du ihn viel besser als ich. Nein, aber dass er ein guter Trainer ist, da brauche ich keine zu sagen. Ja. Also was für ihn spricht, ist sicherlich, was Dirk sagt, dass er im Verein schon gearbeitet hat. Allerdings natürlich war Wolfsburg damals, glaube ich, auch auf einem anderen Niveau. Aber ich glaube, wir können es pauschal nicht so festmachen. Also Walpurgis hat auch noch nie in der ersten Liga gearbeitet und macht auf mich einen komplett selbstbewussten Eindruck und hat eine positive Ausstrahlung, obwohl sie schon 7, 8 Punkte dahinter waren. Und manch anderer Trainer hat vielleicht eine größere Erfahrung, ist nicht ganz so sicher. Also letztlich kann das jeder Verein für sich nur selber beurteilen. Was nur auffällig ist, ist, dass immer mehr Entscheidungen aus so prekären Situationen zugunsten von Trainern der ersten zwei Liga fallen, die eigentlich auf dem Niveau noch nicht gearbeitet haben und auch die Situation nicht kennen. Und da ist so eine momentane Wende da, dass man da mutiger ist. Aber am Ende werden wir vermutlich dieses Jahr Trainer absteigen, die das erste Mal dort arbeiten und Vereine mit ihren Trainern absteigen, obwohl sie gewechselt haben, weil sie haben schon alle gewechselt. Also muss ja irgendjemand absteigen. Das stimmt. Auf jeden Fall kann sich der VfL Wolfsburg auf einen Jahr ganz besonders verlassen in den vergangenen Wochen, eben auf Mario Gomez. Der scheint wirklich überlebenswichtig zu sein für den VfL, denn er hat in dieser Saison fast die Hälfte aller Wolfsburger Tore erzielt. In der Rückrunde hielt er mit 8 von 11 Toren, die Wölfe von einem Abstiegsplatz fern. Das ist eine enorme Quote, wie ich finde. Und Vertrauen zahlt er eben auch in Treffern zurück. Und das ist eine Geschichte für sich. Unter Andries Jonker
Sieben Tore. Das ist gut. Von sieben. Aber es ist auch gefährlich. Weil, wenn er nicht mehr trifft, wer trifft dann? Exakt. Also ein Spieler kann einen Verein sowieso nicht retten. Nein, aber es geht mir darum. Ja, es ist gut von Jungers, dass er Gomez wieder so hinbekommen hat. Ja, aber es geht darum, wenn Gomez dann nicht mehr trifft, wer trifft dann? Du tust es immer gemeinsam. Weißt du? Und wenn es nur einer ist, ist es auch gefährlich. Mhm. Das würde ich jetzt grundsätzlich als Wolfsburger mal positiv sehen. Also ich denke, der andere Verein hatte eher das Problem, dass er sagt, ich habe einen Haufen Chancen und mache die Tore nicht. Mhm. Und wenn du erst mal die Situation hast, dass du so einen Torjäger wie in Mario Gomez in deiner Mannschaft, der trifft, ja, dann musst du erst mal an das Positive glauben, dass es die letzten sechs Spiele auch so ist. Und wenn er sich dann verletzt, dann sieht man mal. Aber ich glaube, das ist schon eins der großen Pluspunkte von Wolfsburg ist, wenn du vorne einen Stürmer hast, der vielleicht auch ein schlechtes Spiel dann mal zum Sieg veredeln kann. Also das könnte schon ein Plus sein. Und da weißt du bei Augsburg momentan nicht, wer sorgt da eigentlich für die Treffer? Ist da ein Torgarant da? Und ja, vom Restprogramm auch dann gesehen, mit Augsburg, sowieso. Wolfsburg, Ingolstadt. Ja. Ist für Augsburg sicherlich die Situation sehr schwer. Aber Wolfsburg darf noch nicht. Es gibt noch ein Argument, das gegen Wolfsburg spricht. Immer raus damit. Wolfsburg hat eine Mannschaft, die ist gespickt mit Spielern, die eigentlich den Anspruch haben, international zu spielen. Die wollen alle international spielen. Es ist aber jetzt schon klar, mit Wolfsburg werden sie nächstes Jahr nicht international spielen. Das bedeutet, die Berater der Spieler und somit die Spieler auch, sind jetzt schon bestimmt 7, 8 Spieler in Kontakten mit Vereinen, die international spielen. Und das kann natürlich komplett ablenken vom Fokus der jetzigen Aufgabe. Bis hin zu, ich will mich ja jetzt nicht mehr verletzen. Also wir wollen nicht so böse denken, aber dass man sich jetzt schon mit anderen Vereinen beschäftigt, gehört zu dem Geschäft dazu. Und dass dann ein 20, 24, 25-Jähriger vielleicht auch mal abgelenkt ist, das gehört auch dazu. Und das sehe ich als eine gewisse Gefahr für Wolfsburg. Und Mario Gomez hat ja selbst auch gesagt, er ist im VfL Wolfsburg gekommen, um in Europa zu spielen. Der Weg wird noch weit sein. Wir wollen uns mal die Rückrundentabelle anschauen, der Fußball-Bundesliga, und sehen zwei Mannschaften, die laut unserer Expertise hier von unseren heutigen Gästen nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Die sehen wir ganz oben, mit oben dabei. Werder Bremen als drittbestes Rückrundenteam. Vielleicht schielen die jetzt plötzlich Richtung Europa League. Und der Hamburger Sportverein, da sagen Sie ja, Huub Stevens, der ist raus aus dem Abstiegskampf. Was hat sich in den vergangenen Wochen getan beim HSV und bei Werder Bremen, dass die so eine gute Rückrunde spielen und sich peu à peu dort rausmanövriert haben? Ja, wenn du siehst, dass Bremen am Moment, dass es auch nicht sicher war, ob sie durchgingen mit Nuri. Ja. Ich glaube, es hängt an einem Spiel. Das war ein Spiel, ja. Und das haben sie gewonnen. Und dann haben sie den Lauf bekommen. Ja. Und das ist mit Hamburg. Ich finde, Hamburg hat eigentlich unheimlich viel Qualität in die Mannschaft. Ja. Die gehören da unten auch nicht. Aber sie sind da. Ja. Und sie müssen, was Derek auch sagt, noch immer aufpassen. Ja, aber ich denke, die haben zu viele Qualitäten, um aber da unten zu bleiben. Trotzdem ist es bemerkenswert, wie sich Hamburg aus dieser Situation gerettet hat. Weil wir können uns erinnern, ich glaube, nach 10 Spielen hatten sie 2 Punkte auf dem Konto. Damals sind die Statistiken rauf und runter gelaufen, dass noch nie eine Mannschaft bei so einem Zeitpunkt mit 2 Punkten die Klasse hält. Und Marc Gisdol ist ruhig geblieben, hat aus einer 3-Niederlage trotzdem das Positive gezogen, hat gesagt, super, wir haben 5 Minuten klasse Fußball gespielt. Und es hat sich irgendwie ausgezahlt, weil das Team zusammengehalten hat. Und mittlerweile bin ich echt überrascht davon, wie gut sie teilweise Fußball spielen oder wie kämpferisch sie aber drauf sind. Aber auch Buchhagen ist da ganz wichtig gewesen. Ja. Sicherheit. Ja? Der hat natürlich auch einen Halt gerufen an allen, ja, um über einen Trainer zu diskutieren. War natürlich auch sensationell gut, wie sie das 0-8 von München weggesteckt haben. Ja. Ja, normalerweise zerfleischt man sich da ein bisschen gegenseitig in einer prekären Situation, zeigt mit dem Finger auf den anderen, was verkehrt gelaufen ist. Alles ruhig geblieben, kleine Statements groß nach draußen, volle Kraft aufs nächste Spiel. Das wurde positiv gestaltet mit einem Erfolgserlebnis und München war vergessen. Sie hatten ja Markus Gisdol mal als Assistent auf Schalke. Ja. Erkennen Sie irgendetwas bei Markus Gisdol, das er vielleicht von Ihnen hat? Na, ist schwierig zu sagen.
Ja? Ich habe auch immer gesagt, jeder Trainer muss ganz eng bei sich selbst bleiben. Ja, da muss nicht ein anderer Trainer ja, nachtun oder wie dann auch, weil ganz nah bei dich selbst bleiben, weil das geht doch nicht anders. Ja, du musst authentisch bleiben. Ja, ich denke, dass das ganz wichtig ist, sicherlich gegenüber einer Mannschaft. Ja, weil wenn du einen anderen Trainer versuchst, ja, nachzutun, dann, puh, dann kannst du auch mal gegen der Wand laufen. Und das musst du nicht tun. Er hat sich auch immer meistens positiv geäußert, schützend vor die Mannschaft gestellt. Also ja, er ist vorangegangen, das war schon sehr auffällig. Ja, das hat er gut getan. Und, das haben Sie auch mal gemacht? Ja, aber vielleicht ist das eine Ähnlichkeit, eine Parallele. Ja, aber nochmals, da sind mehrere Trainer, wo ich mitgearbeitet habe, wo ich sehe von, ja, aber für Markus und für mir war es damals bei Schalke auch ganz anders, ja, zu arbeiten. Jetzt ist es eine Situation, wo wir damals nicht in waren, ja, und, aber er managt das gut, denke ich, ja, aber er kann das auch nicht allein. Er braucht die anderen Leute auch neben sich. Kommen wir noch zu einem anderen Verein, der auch unten drin steht, auf dem Relegationsplatz, FC Augsburg. Der Trainer und auch Stefan Reuter, der Sportdirektor, die versuchen schon immer die eigene Mannschaft schon stark zu reden, obwohl sie zuletzt wirklich verunsichert sich präsentiert haben. Reicht das, nur stark zu reden, nur Optimismus verbreiten? Weil ich muss mal kurz schauen, Sie sind seit 6 Spielen sieglos. Es ist auf jeden Fall deutlich die bessere Alternative, als eine Mannschaft schlecht zu reden und zu sagen, es wird nicht mehr klappen. Ja. Also ich glaube schon auch, also man kann ja nicht nur immer die Fans in die Pflicht nehmen, wir brauchen eure Unterstützung, ihr müsst positiv bleiben, also musst du natürlich schon als verantwortlich selber auch einen Optimismus ausstrahlen. Und so wie ich Stefan Reuter kenne, wird es, wenn die Türe geschlossen sind und keiner zuhört, wird es auch mal deftigere Worte geben, da bin ich mir ganz sicher. Aber man sollte in der Regel sich davor hüten, seine Mannschaft öffentlich zu kritisieren und öffentlich drauf zu hauen, weil es gibt nur unnötige Spannungen, die dann nicht förderlich sind. Leiden Sie noch mit dem FC Augsburg, Dirk Schuster? Selbstverständlich. Und was mir der Hoffnung macht, dass diese Situation im letzten Jahr auch nicht die rosigste war, sondern hat man auch unten etwas festgesteckt und hat sich dann auch durch überraschende Siege, wie zum Beispiel in Bremen oder Punktgewinn auf Schalke, ja, selber befreit. Und die Mannschaft hat Erfahrung im Abstiegskampf und ich glaube, dass sie das auch in den nächsten Spielen beweisen wird. Sie haben natürlich, wie du sagst, ein schwieriges Restprogramm, aber das nächste Spiel zu Hause gegen Köln, dann in Frankfurt und zum danach noch den HSV zu Hause, das wird so ein bisschen für mich richtungsweisend sein. Und ja, da bin ich ganz optimistisch, dass sie da auch die Punkte einfahren werden. Um dann hinaus zum Endspurt hin ein bisschen Luft zu haben, wobei ich da Überzeugung auch bin, wie ich es vorhin am Anfang gesagt habe, hinten raus passieren die tollsten Ergebnisse. Ja. Das stimmt. Und wenn wir ihn schon hier haben, gerne den Applaus natürlich. Wenn wir ihn schon hier haben, Huub Stevens, an einem Satz und einem Ausspruch kommt man natürlich nicht vorbei. Der Knurrer von Kerkrade hat große Runde gemacht in der Fußballwelt hier in Deutschland, als sie hierher gekommen sind. Warum eigentlich Knurrer von Kerkrade? Wollen wir gleich mal drüber sprechen. Denn es geht schlicht und ergreifend um einen großen Trainer der vergangenen Liga-Jahrzehnte, um Huub Stevens. Gleich mehr hier bei Kicker TV, der Talk. Zurück bei Kicker TV, der Talk. Huub Stevens beendet seine Karriere und deswegen ist das für uns Grund genug, einmal zurückzuschauen. Huub Stevens, Huub. Sie müssen es wissen, denn die Gesänge über die Eurofighter hallen ein Leben lang nach. 1997 war das, im letzten Jahrtausend klingt wohl dramatischer. Wenn man sich vorstellt, dass es echt schon 20 Jahre her ist, dann ist das schon verdammt lange her, würde Babs sagen. Er war mehr als ein normaler Übungsleiter. 1996 betrat er die Bühne Bundesliga und schrieb Geschichte. Sein Name, Huub Stevens. Als ich ihn kennenlernte, hatten wir alle ein bisschen Angst, dass er so streng ist und die Haare so zurück mit dem Gel. Aber es hat sich dann entpuppt als ein besessener Arbeiter, der einfach zu uns passte. Wie Faust aufs Auge, da hat Rudi Assauer wirklich den richtigen Mann gefunden.
UEFA Cup 96 gegen Kerkrade und deren Trainer hatte es den Schalkern angetan. Aber dann nach der ersten Runde genau diesen Holländer, Limburger zu finden, Huub Stevens, wir kannten ihn natürlich nicht, nur aus dem Spiel heraus. Und es hat sich dann aber entpuppt als wirkliche Bombe im positiven Sinne. Stevens war der Trainer der vergangenen Jahre auf Schalke. Der den prägendsten Eindruck hinterließ, sieht Mike Büskens übrigens auch so. Man muss sich nur vorstellen, wie viel Zeit man miteinander verbringt. Ja? Und da geht es dann auch über das Fußballerische hinaus, bekommt das Ganze auch eine sehr, sehr menschliche Komponente. Man trifft sich auch heute noch und man kennt sich immer noch richtig gut. Mike, herzlichen Glückwunsch. Ja, ich sag, wieso? Ja, 19.03. heute? Nee, ja, aber weiß nicht, deine Frau hat heute Geburtstag. Okay, hätte mir nicht sagen müssen. Ja, hätte ich auch gewusst. So viele Geschichten rund um das alte Parkstadion, das bald den neuen Zeiten weichen muss. Huub Stevens wird immer damit verbunden bleiben. Wahnsinnig akribisch, besessen, detailverliebt. Ja, der hat Fußball oder der lebt Fußball mit jeder Faser seines Körpers. Das hat uns allen imponiert und ich glaube, er hat uns auch durch diese Disziplin und des Vorlebens zusammengebracht, dass wir dann auch im entscheidenden Moment funktioniert haben. Aber es waren nicht nur die Erfolge und die Misserfolge, die Huub Stevens auf Schalke für immer unsterblich machten. Der Jahrhunderttrainer eben. Jemand, der doch für uns alle auch ein Vorbild war, ja, der sich die Jahreshefte der jeweiligen Länder hat mitbringen lassen von den Spielern, weil er über jeden Spieler informiert sein wollte. Ich sage immer, wenn in Afrika einer rumgeturnt ist, dann wusste Hüpp von ihm die Schuhgröße und den starken linken und rechten Fuß. Der wusste alles, der wollte alles wissen. 1997 in Mailand, der größte Tag in der Karriere des Huub Stevens. Die Bilder von damals eingebrannt ins königsblaue Gedächtnis. Ich habe schon zuhauf gesehen, wie unaufgeregt er eigentlich war, nach diesem doch für den Verein ganz bedeutenden Moment. Also wenn ich mich an meinen Moment oder an meinen Ausraster in diesem Moment erinnere, dann sind das vollkommen andere Bilder. Ja? Weil Trikot vom Leib gerissen, wie ein Geisteskranker über dieses Spielfeld gelaufen und hüpft wirklich mit fast stoischer Ruhe, notiert er dann den letzten Elfmeter noch. 2016. Ein Typ verlässt die Bundesliga-Bühne, vielleicht einer der letzten echten. Was ich da bei ihm gelernt habe, behandle die Menschen so, wie du selber behandelt werden möchtest. Huub Stevens, Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart und noch mehr. Ein Mann der Bundesliga, den sie aber vor allem auf Schalke nie vergessen werden. Huub Stevens, Huub. Man trifft sich wieder. Die Eurofighter von 1997 am 21. Mai wird ein bisschen Fußball gespielt. Übrigens live zu sehen hier bei uns bei Eurosport. Die großen Eurofighter, damals den UEFA Cup gewonnen, Huub Stevens. Was bedeutet für Sie Schalke? Was bedeutet Schalke? Ich bin eigentlich durch Rudi Assauer auf die Fußballbühne gekommen in Deutschland. Und da werde ich ihm immer dankbar verbleiben. Auch geht es ihm jetzt nicht so gut. Und das tut mir leid, wirklich, dass es ihm nicht gut geht. Nein, ich Schalke natürlich. Etwas Besonderes, ja, für uns. Ja. Einmal Schalke, immer Schalke, sagt man. Auch hat man mit anderen Vereinen, auch wenn man gegen Schalke spielte, wollte man auch wieder gewinnen. Ja, aber nein, Schalke ist doch etwas Besonderes. Ja, wenn du die Fans nimmst, ja, die sind bei anderen Vereinen auch natürlich emotional. Aber auf Schalke ist es doch noch etwas Extras. Und das nimmst du mit als Mensch. Mhm. Robin Dutt, Sie haben sicherlich damals das Spiel auch gesehen, vielleicht nicht live, vielleicht haben Sie es im Nachgang gesehen. Trotzdem wissen Sie ja, was die Eurofighter damals ausgezeichnet hat. Marc Wilmots, Kampfschwein wurde er genannt. Wir haben Mike Büskens gerade gesehen, Olaf Thon, ein Feingeist an der Kugel. Was fehlt den Schalkern denn heute im Vergleich vielleicht so mit den Eurofightern? Waren die vielleicht noch leidenschaftlicher, noch mit mehr Herz, mit mehr Hingabe unterwegs? Also
Wir haben jetzt schon viele Argumente ausgetauscht, Meinungen ausgetauscht, aber das steht mir wirklich nicht zu. Also weder war ich nah in den Eurofightern damals drin, noch bin ich nah in der jetzigen Mannschaft drin. Und das Einzige, was ich vielleicht sagen kann, ich glaube, man macht einen Fehler, wenn man versucht, die zwei Zeiten in irgendeiner Form miteinander zu vergleichen. Das war damals eine Zeit, die bis jetzt noch nachklingt durch außergewöhnlichen Personen außerhalb von dem Platz, mit Hüb Stevens, mit Rudi Astauer, mit außergewöhnlichen Personen auf dem Platz. Und das ist eine abgeschlossene, stimmige Ära. Und da jetzt einen Vergleich zu ziehen, und dann für mich als Außenstehender, also da bin ich überfordert. Mhm. Jetzt spielt Schalke gegen Ajax Amsterdam in der Europa League. Wie stehen die Chancen für Schalke 04? Vielleicht ja die letzte Möglichkeit eben auch auf den Titel diese Saison. Das ist das Schöne. Ja, der 24. Mai, glaube ich, ist das Endspiel. Es wäre doch super, nach 20 Jahren, dass Schalke wieder im Endspiel ist und den Pott wieder mitnimmt. Ich möchte das auch gerne, dass die Mannschaft das hinbekommt. Ja? Aber es wird ganz schwierig gegen Ajax, weil Ajax ist eine junge, unerfahrene, aber sehr gut spielende Mannschaft. Und das ist nicht so einfach, um wieder eine Runde weiterzukommen. Aber das habe ich auch gesagt, gegen Gladbach war es nicht einfach. Wir haben damals es auch nicht einfach gehabt. Von daraus denke ich, dass es ja, bestimmte Einigkeiten sind mit damals. Auch in der Meisterschaft haben wir damals nicht gut gespielt. Ja? Aber wir haben den UEFA-Pokal gewonnen. Aber sind Zwölfter geworden, ne? In der damaligen Saison. Ne? Aber durch, dass wir den UEFA-Pokal gewonnen haben, haben wir uns auch wieder direkt qualifiziert für internationalen Fußball. Ist das vielleicht, Dirk, die Möglichkeit dann, wenn man jetzt durchmarschiert in der Europa League, Schalke gehört sicherlich zu den Mitfavoriten, die Möglichkeit da ist, so eine Saison dann zu retten, um wieder international zu spielen? Weil das ist ja der Anspruch beim FC Schalke 04. Ja, definitiv, und auch die einzige Möglichkeit, die ich momentan sehe. Also sie werden schon geballte Ladung in diese Pokal hineinlegen, ohne allerdings die Bundesliga zu vernachlässigen. Weil eine Garantie, dass Schalke ihn gewinnt, oder die Euroleague, die gibt es nicht. Ja, also ich glaube, vor Schalke stehen jetzt noch harte Wochen, große Aufgaben. Aber ich glaube auch, dass sie vom Kader so aufgestellt sind, dass sie das bewältigen können. Ja. Sie sind nah dran, logischerweise, an Königsblau. Es ist, sagen wir mal, verhältnismäßig im Vergleich zu den vergangenen Jahren relativ ruhig mit Markus Weinzierl und mit Christian Heidel als das neue Duo auf Schalke. Wie lange bleibt es denn noch ruhig? So lange, wie es nötig ist. Weil ich glaube, die zwei, die machen einen guten Job. Ja, die haben Ideen und die versuchen sie zu verwirklichen. Und nein, es ist insofern ruhig. Und nochmals, auf Schalke wird es nie ruhig sein, insofern, die Emotionen werden auch wieder kommen. Aber für die zwei, und das meine ich, die brauchen auch die Ruhe und das Geduld, was nötig ist, um einen Umbruch hinzukriegen, weil das ist nötig auf Schalke. Was würden Sie Ihnen für ein Zeugnis aktuell ausstellen, den beiden? Saison war ja mehr so ein Auf und gut, Ab. Aber da ist keine, noch nicht die Stabilität, was eigentlich nötig ist. Ja, aber man muss auch nicht vergessen, dass so viele Verletzungen gekommen sind während der Saison. Und da kann man sich auch nicht immer hinter verbergen. Ja, das geht auch nicht. Aber trotzdem, die Ideen von Weinzierl und von Heidel, die sind gut. Und da müssen wir uns an festhalten. Ich glaube, dass für Zeugnis auch noch ein bisschen früh ist. Sollten die Europa League gewinnen, dann wird das Zeugnis definitiv anders ausfallen als zum jetzigen Zeitpunkt. Ja. Und ruhig ist es deshalb, weil sie da weitergekommen sind. Wären sie gegen Gladbach rausgeflogen, kann ich mir vorstellen, dass es da ein bisschen lauter zugehen würde. Sagen wir mal Zwischenzeugnis, weil nach einem halben Jahr in der Schule habe ich auch mal ein Zeugnis bekommen. Dachte so, oh, jetzt musst du ein bisschen Gas geben, um die Ziele noch zu erreichen. Für das endgültige Zeugnis. Es gibt noch eine Wunde, da muss ich noch mal kurz rein. 2001, Meister der Herzen. Was für ein unfassbar dramatisches Saisonfinale. Jetzt reden wir über Abstiegskampf. Jetzt machen wir so ein bisschen den Kampf um Europa noch spektakulär, weil wir eben nicht mal diesen Meisterschaftskampf haben. Fehlt so ein Drama? Nicht so wie damals? Ja, dem Fußballfan an sich fehlt absolut so ein Drama. Es ist schon schade, dass die Meisterschaft bei allem Respekt vor Bayern, aber so früh entschieden ist. Und irgendwie glaubt man auch nicht daran, dass das in den nächsten Jahren anders ist. Und wäre natürlich schön, wir können jetzt
über genauso viele Mannschaften um die Meisterschaft diskutieren, wie wir jetzt über den Klassenhalt diskutiert haben. Ein bisschen fehlt schon. Die Bilder, die hatten wir ja auch noch von damals. Schalke guckt nach Hamburg. Nach Hamburg, da fällt ja noch ein Tor, glauben schon, sie sind Meister. Und ja, das sind eigentlich schon außergewöhnliche Geschichten. Und wahrscheinlich wäre Hüb gerne auch dann in dem Fall auf der anderen Seite gewesen. Also nicht bei Bayern, aber auf der erfolgreichen Schalker Seite. Andererseits ist es eine Geschichte, die gehört eben auch der Bundesliga-Geschichte dazu. Ja. Also die musste auch erstmal erlebt haben. Und ja, es wäre schön, wenn es oben in der Bundesliga wieder so ein paar so Geschichten geben würde. Dortmund hat es ja mal 2 Jahre geschafft. Hoffen wir mal. Vielleicht erleben wir das in Bälde, dass der Meisterschaftskampf wieder dramatisch und spektakulär wird. Vielen, vielen Dank für Ihren Besuch. Das hat großen Spaß gemacht. Es wird spannend bleiben im Abstiegskampf bis zum Saisonende. Vielen Dank für Ihren Besuch hier im Studio. Danke Ihnen zu Hause fürs Zugucken. In 2 Wochen sind wir wieder da, denn nächste Woche ist Ostermontag. Da feiern wir alle Ostern. Dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß. Haben Sie eine gute Woche und bis dann bei kicker.tv, der Talk. Tschüss.